Hallo Fahrradfreunde, heute möchte ich euch unser Cruiser Fahrradanhängersortiment vorstellen. Cruiser ist, wie ihr wisst, einer der Hersteller, die sich halt auf Fahrradanhänger spezialisiert haben und neben Kindertransport eben auch Lastentransport und inzwischen sogar Hundetransport anbieten. Also im Prinzip alles, was man so ans Fahrrad hängen kann, baut Cruiser für euch. Und es gibt auch von jedem Anhänger verschiedenste Varianten, verschiedenste Ausführungen, sodass da eigentlich auch für jeden das Passende dabei ist. Aber steigen wir erstmal ein mit dem wichtigsten Thema, was wahrscheinlich für viele von euch am relevantesten ist. Das ist der Kindertransport. Und hier bietet Cruiser für euch eigentlich im Wesentlichen zwei Modelle an. Einmal das Einstiegsmodell, was ihr hier rechts von mir seht, das gibt es als, jeweils immer als Einsitzer oder Zweisitzer und auch in zwei Farben. Neben mir dann so die etwas luxuriösere Ausstattung, auch wieder als Einsitzer hier neben mir oder Zweisitzer eben für zwei Kinder auch gedacht. Und was diese Modelle jetzt unterscheidet so ein bisschen und was sie ausmacht auch und wo die cleveren Lösungen sind, die Cruiser sich halt einfallen lassen, das möchte ich euch kurz vorstellen. Also fangen wir erstmal an mit dem Modell, dem Kit Kiki. Ihr seht schon neben mir, der Kinderanhänger selber besteht im Wesentlichen erstmal aus einem stabilen Gestänge, einem stabilen Rohrrahmen, der das Kind eben auch im Ernstfall eben vor Verletzungen schützt, indem er halt wirklich wie so ein Überrollbügel funktioniert. Also hier liegt schon mal jetzt ganz generell so gegenüber anderen Transportmöglichkeiten wie Kindersitz oder so ein großer Vorteil im Anhänger, dass er halt insgesamt einen stabilen Käfig bietet. Also das Kind ist da entsprechend sicher drin geschützt. Und dieser Käfig ist eben bespannt mit einer stabilen, robusten, wetterfesten und wasserabweisenden Plane. Die Plane bei Cruiser, seht ihr schon, besteht aus mehreren Teilen. Also das heißt, ihr könnt einmal den Wagen komplett verschließen, falls es mal regnen sollte oder ähnliches oder auch mal das Wetter nicht so gut sein sollte. Und im Sommer könnt ihr dann das Ganze aufmachen, habt ein Insektennetz dahinter, sodass eben nichts reinfliegen kann und das Kind im Anhänger oder in dem Fall eben die Kinder im Anhänger auch immer gut belüftet sind, eben einfach durch den Fahrtwind. Das ist das Schöne am Verdeck, also das ist mehrteilig. Genau, und natürlich, wenn ihr den Wagen jetzt nicht als Kinderanhänger nutzt, sondern als Kinderwagen und euch vor euch herschiebt, könnt ihr das natürlich dann auch entsprechend aufmachen, dann habt ihr die volle Bandbreite. Was natürlich auch praktisch ist, wenn das Verdeck verschlossen ist und das Rad davor ist und ihr über unbefestigte Wege fahrt, dann sind die Kinder eben auch vor Dreck und kleinen Kieselsteinen gut geschützt. Also da kann nichts durchkommen, auch durch das Insektennetz nicht. Das ist immer ganz clever gelöst. Der Innenraum gestaltet sich jetzt so, dass die Kinder halt wirklich viel Fußraum haben. Also die Kinder sitzen relativ bequem drin, haben viel Platz und hier in dem Fall eben auch für zwei Kinder gedacht, ist halt in den Sitzschalen entsprechend auch viel Platz. Das Schöne ist, ihr könnt den Wagen schon ab dem ersten Lebensmonat nutzen. Das heißt, mit einer entsprechenden Babyschale, die sich hier einspannen lässt, kann man dann auch ein Kleinkind reintun, ein Säugling reintun. Sollte dann vielleicht noch nicht unbedingt damit Fahrrad fahren, aber so als Kinderwagen kann man den schon ganz gut nutzen. Die größeren Kinder sind dann hier im Wagen oder im Sitz auch entsprechend gesichert durch den Dreipunktgurt. Der ist auch so ausgestaltet, dass die Kinder ihn nicht selber öffnen können während der Fahrt. Also hier auch alles auf Sicherheit ausgelegt mit einer kleinen Kopfstütze, sodass es auch entsprechend komfortabel ist für die Kids. Das ist eine ganz schöne Sache. Und hier noch kleine Taschen rechts und links, dass die Kids dann eben auch alles griffbereit haben, was sie brauchen. Eine Brezel oder ihre Trinkflasche, ist immer alles dabei. Das ist ganz schön. Und wie gesagt, viel Platz eben auch für die Kinder. Aber was mir noch besser gefällt, das ist nicht nur an Platz für die Kinder gedacht, sondern eben auch an genug Platz für die Dinge, die man sonst noch braucht. Eine Picknickdecke, ein kleines Laufrad, alles, was man noch mit reinnehmen muss, kann man dann ganz hinten, ganz praktisch, in einem großen Gepäckabteil verstauen. Also hier passt nochmal extrem viel rein. Zusätzlich noch eine kleine Transporttasche für Kleinkram, sage ich mal. Und hier passt auf jeden Fall Sandspielzeug, alles, was an Bord sein muss, rein. Jetzt sind wir gerade am Heck des Wagens. Da kann ich euch auch gleich noch eine ganz clevere Lösung zeigen. Der Schiebebügel selber, den seht ihr ja hier oben montiert, der ist auch flexibel einstellbar. Ihr könnt den einfach drehen. So. Könnt ihr abmachen. Zack, zack. Einmal umgedreht, dann habt ihr auch zwei verschiedene Höhen. Einmal für Mami und einmal für Papi. Ne? Wenn Mami ein bisschen größer ist, dann kann sie sich den einfach umdrehen, ein bisschen komfortabler laufen. Oder andersrum. Was auch ganz cool ist, ist, dass der Wagen selber im Handumdrehen eigentlich und in wenigen Sekunden auseinandergebaut und zusammengeklappt ist, falls man den mal eben schnell ins Auto laden muss oder irgendwo verstauen muss, wo er keinen Platz wegnehmen soll, dann könnt ihr einfach mit einem Handgriff die Laufräder abziehen. Hier hinten die Sicherung lösen. Und dann klappt sich der Wagen von selbst in ein relativ kompaktes Packmaß zusammen, sodass man ja eigentlich wirklich in fast jeden Kofferraum kriegt.
Eine kleine Besonderheit beim Cruiser seht ihr noch hier. Der Wagen ist komplett gefedert mit einer Elastomerfederung, sodass die Kids, die drin sitzen, dann eben auch auf etwas rumpeligeren Pisten entsprechend komfortabel drin sitzen. Neben den Features, die ich euch jetzt so vorgestellt habe, ist natürlich ganz entscheidend auch, was Cruiser eben auch im Vergleich zu anderen Herstellern anbietet. Es gibt zwar zum einen sehr, sehr viel Zubehör, aber so im Wesentlichen habt ihr alle Funktionen, die so ein Wagen erfüllen sollte, schon dabei. Also ihr habt zum einen natürlich die Funktion als Kinderanhänger. Das seht ihr hier über die Deichsel. Ja, das kommt dann im Prinzip ans Fahrrad dran. Das hier ist die kleine Kupplung, ganz dezent hinten an die Achse des Fahrrads. Die Kupplung ist auch abschließbar, was eine ganz praktische Sache ist. Da ist auch ein bisschen vor Diebstahl geschützt. Und neben der Fahrradfunktion habt ihr es so, wie es ihr hier seht, auch noch mit einem kleinen Buggyrad ausgestattet, dass man den Wagen dann auch leicht eben und schnell umgebaut bekommt zum Kinderwagenbetrieb. Auch nicht ganz unerheblich, aber ein kleines Batterierücklicht ist auch schon dabei. So. Fassen wir es nochmal schnell zusammen. Also der Kit Kiki bietet euch zum einen natürlich die Fahrradanhängerfunktion und die Buggy-Funktion inklusive. Ist belastbar, jetzt in dem Fall für zwei Kinder bis 45 Kilo. 3 bis 8 Kilo ist eben die Achslast, die zugelassen ist. Und die Körpergröße der Kinder, das ist ja auch so ein Faktor. Viele fragen uns immer, wie lange kann man das denn eigentlich nutzen? Ist ja angegeben mit so einer Körpergröße von 117 cm. Das ist im Prinzip so das Maximum, dass das Kind dann einfach noch in die Kanzel passt und nicht nach oben anstößt. Aber wie gesagt, das Praktische ist, es sind viele Transportmöglichkeiten, es ist schnell umgebaut, es ist schnell angebaut und ihr habt einfach auch viele Möglichkeiten mit so einem Kinderanhänger, auch der Einstiegsklasse. Und natürlich, ganz wichtig, es ist auch wirklich ein sehr sicheres Transportmittel für Kinder, einfach im Straßenverkehr, ja, auch im Vergleich zu anderen Möglichkeiten wie Kindersitz etc. Was der Wagen natürlich auch bietet, ist eine Feststellbremse, die lässt sich auch hier per Fuß bedienen, sodass ihr die Hände frei habt und dann entsprechend auch der Wagen euch nicht wegrollt, wenn ihr eure Kids vorne rausnehmt. Also ganz praktische Sache, Cruiser für zwei Kinder. Jetzt habe ich euch noch die etwas exquisitere Variante mitgebracht. Die hat so ein paar Highlights, aber die Hardfacts sind erstmal die gleichen. Also hier gibt es das Ganze auch als Einsitzer oder Zweisitzer, eben für ein oder zwei Kinder. Der Unterschied ist jetzt nur nochmal zu dem Einstiegsmodell, dass ihr hier zusätzlich im Set das sogenannte Joggingrad bekommt. Also ihr habt noch ein drittes großes Rad für vorne. Mit dem könnt ihr den Wagen zu einem Jogger umbauen. Das heißt, wenn ihr jetzt auch sportlich unterwegs seid und eure Kinder reinsetzt, könnt ihr damit auch mal eine Runde laufen gehen. Das bietet euch der Wagen dann zusätzlich. Aber im Wesentlichen sind die Dinge auch gleich geblieben. Also der Wagen ist auch gefedert, entsprechend sicher. Die Belastungen sind die gleichen. Also ihr könnt ihn auch bis 45 Kilo beladen. Die Kanzel ist auch genauso sicher, der Käfig und die Bespannung und das dreiteilige Verdeck. Das habt ihr hier auch mit dabei. Ist genauso nutzbar eben auch als Kinderwagen, Buggy oder in dem Fall dann noch zusätzlich eben als Joggingwagen. Was ihn auch unterscheidet von dem Einstiegsmodell, ist das integrierte Rücklicht. Also ihr seht, Cruiser hat für den Kindertransport alles dabei, alles an Bord und auch mit den zwei verschiedenen Modellen eigentlich für jeden den passenden Anhänger. Was natürlich ganz schön ist, Cruiser beschränkt sich nicht nur auf die Kinderanhänger, sondern ist natürlich auch allgemein für den Transport bekannt. Und deswegen habe ich euch nochmal zwei Varianten eines Transportanhängers, eines reinen Transportanhängers mitgebracht. Gibt es, wie gesagt, in unterschiedlichen Größen. Das hier ist jetzt so die mittlere Größe, der Paco. Und hier unten der kleine Kalle, heißt der. Sind natürlich jetzt von den Ausmaßen her so ein bisschen unterschiedlich, aber im Wesentlichen auch gleich belastbar. Das Schöne ist auch hier, Cruiser-typisch, habt ihr eine stabile Bodenplatte. Der Wagen ist belastbar bis 45 Kilo, also da kriegt ihr wirklich einiges rein. Und was sich natürlich auch ganz angenehm gestaltet ist, falls ihr den Wagen mal nicht braucht, könnt ihr den relativ problemlos zusammenklappen und irgendwo verstauen, wo er euch gerade nicht im Weg ist. Genau, natürlich mit Sicherheitswimpel, dass euch da auch niemand reinfährt und das alles zu sehen ist im Straßenverkehr. Also hier auch besonders schön, das Deichselsystem ist das gleiche wie bei den Kinderanhängern. Also das setzt sich eigentlich über alle Modelle fort, was natürlich auch die Möglichkeit bietet, mit mehreren Anhängern das interchangeable zu machen, sodass ihr quasi vormittags das Kind zur Kita fahrt und nachmittags mit Kassenbrause an den See. Ihr seht auch hier mit drei verschiedenen Modellen, für jeden die passende Größe. Es gibt auch noch einen dritten großen Anhänger, der dann zusätzlich auch noch gefedert ist, falls ihr darauf Wert legt. Also falls ihr, keine Ahnung, Gläser transportiert oder ähnliches, dann gibt es auch noch eine gefederte Variante, der heißt dann Tuve.
Hat aber im Prinzip die gleichen technischen Daten, also ist auch 45 Kilo belastbar, nur halt, wie gesagt, insgesamt ein bisschen anders konstruiert aufgrund der Federung. Cruiser denkt natürlich jetzt nicht nur an die Kids oder eben an den Lastentransport, sondern eben auch an den besten Freund des Menschen, so, und bietet euch dadurch eben auch die Möglichkeit, mit einem vernünftigen Hundeanhänger euren besten Freund überall mit hinzunehmen. Also ihr kennt es vielleicht selber, ihr möchtet eine Radtour machen und fragt euch, okay, ist das jetzt vielleicht zu weit für den Hund oder kann der so weit laufen oder ist der überhaupt konditionell dazu in der Lage oder sollte ich ihm das zumuten? Und wenn ihr euch da unsicher seid, nehmt ihr einfach einen Hundeanhänger mit. Das Praktische bei Cruiser ist, auch bei den Hundeanhängern gibt es drei verschiedene Größen. Das ist jetzt hier der größte, der heißt Bruno. Der ist dann halt wirklich für die großen Hunde ausgelegt, bis 45 Kilo Körpergewicht. Das Schöne ist halt auch, genauso sorgfältig verarbeitet, sicher und mit dem mehrteiligen Verdeck, ist es halt ähnlich wie bei den Kinderanhängern, dass ihr auch hier vorne ein Insektennetz habt, wenn der Hund drin sitzt, aber trotzdem gleichzeitig eben natürlich, bei Hunden ist das nochmal wichtiger, ist der Anhänger gut belüftet, so dass es dem vierbeinigen Freund da auch drin gut geht. Und wie gesagt, für einen großen Hund auch ausreichend Platz. Ihr könnt auch verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten des Verdecks vornehmen, sodass er vorne rausgucken kann, hinten rausgucken kann. Alles Mögliche. Also ihr habt wirklich auch hier, das ist ganz praktisch, für den großen Freund, der gerne mal oben rausguckt, wie so eine Cabriolet-Funktion. Also hier wirklich an alles gedacht. Gibt natürlich, wie ich eingangs schon sagte, auch drei verschiedene Größen von diesem Hundeanhänger. Für alle möglichen Hundegrößen, wie gesagt, bis zu 45 Kilo Lebendgewicht, das ist dann halt schon wirklich, geht schon so in Richtung Bernhardiner, den man dann halt auch auf seine Tour mal mitnehmen kann. Das Schöne ist ja auch wieder die gleiche Kupplung wie bei den anderen Anhängern auch. Das heißt, ihr habt hier diese abschließbare Variante, die auch recht flexibel ist. Ja, das heißt, ihr kommt damit auch im Betrieb überall lang, dadurch, dass die Kupplung nicht ganz starr ist. Bei Cruiser, beziehungsweise auch bei unserem Cruiser-Sortiment, bekommt ihr eigentlich für jeden Zweck den passenden Anhänger. Ja, ihr habt die Kinderanhänger in verschiedenen Größen und Ausführungen, ihr habt die Lastenanhänger in verschiedenen Größen und Ausführungen, sogar Hundeanhänger, vom kleinen Hund bis Riesenhund ist alles dabei. Ihr könnt die Anhänger auch problemlos einfach am Rad montieren und damit durch die Gegend fahren. Ich finde es persönlich, habe ich auch so meine Erfahrungen mit Anhängern gemacht, ich finde es immer eine ganz gute Variante, um Lasten oder auch Kinder zu transportieren, hat mir immer eigentlich ganz viel Spaß gemacht, einfach aufgrund der Flexibilität. Man hat ihn schnell abgebaut, kann ihn schnell umbauen, eben als Kinderwagen oder eben auch mit Buggyrad sogar für den Hund gibt es das Ganze eben so zum Rumschieben. Große Pluspunkte habt ihr natürlich bei den Anhängern eben in der Sicherheit und in der Flexibilität. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn ihr so einen Anhänger mal ausprobieren wollt oder euch auch mal genauer anschauen wollt, dann könnt ihr das gerne bei uns in den Filialen tun. Ihr könnt auch, wenn ihr mal unsere Lucky Guides fragt, gerne mal eine Probefahrt mit Anhänger machen, einfach so ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das Ganze auch fährt, wo der Unterschied ist, worauf man achten sollte, wenn man mit Anhänger unterwegs ist. Das könnt ihr gerne bei uns in den Filialen tun. Kommt einfach vorbei, lasst sie euch mal zeigen, lasst sie euch mal ans Rad hängen und dann dreht mal eine Runde damit. Und gerade bei den Cruiser-Anhängern ist es halt so, dass sie halt wirklich ein schönes Komplettpaket bieten. Ja, also ihr habt gleich alles dabei, was ihr braucht für so einen Anhänger, als Fahrraddeichsel, und ihr habt ein Buggyrad dabei. Also das müsst ihr nicht alles noch extra dazu kaufen. Aber natürlich gibt es halt noch alle möglichen Spezialitäten, wie beispielsweise so einen Kleinkind-Sitz gibt es natürlich auch noch im Zubehör. Also da ist wirklich für alles gesorgt. Genau. Also kommt vorbei, schaut euch unser Cruiser-Sortiment an. Wir haben so gut wie alles da, sogar die Hundeanhänger, und da könnt ihr euch selber mal ein Bild machen. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Anhängern, könnt ihr uns die gerne in die Kommentare schreiben. Wir versuchen alles zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch mehr von unseren Anhängern oder Transportmöglichkeiten am Rad, mit dem Rad, im Rad sehen wollt, dann einfach den Kanal abonnieren. Da freuen wir uns natürlich auch noch drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal, vielleicht dann schon auf großer Tour mit unserem Hundefreund in der mobilen Hundehütte von Cruiser. Bis bald und ciao.